Freunde, ich war ungeduldig. Ich habe Season 2 von Battlefield schon gemacht gehabt und ich kam da genau auf 50 Stones, Freunde. Und dann habe ich meinen ersten Multisummon beim LR Bardock Banner gemacht. Und ich dachte mir, nachdem ich Battlefield gemacht habe, what? Ich habe genau 50 Stones, jetzt oder nie. Dann kam auch noch Ultimate Gohan mit Piccolo, das heißt Featured. Garantiert ein Featured Charakter ist in diesem Multi, Freunde. Und ja, was danach passiert ist, war halt wirklich so eines der geilsten Sachen. Also was so in Dokkan bei mir passiert ist. So, ich war nämlich morgens war ich sehr tüchtig aufgewacht, früh produced bisschen etc. alles bla bla. War bei einem Spielschau von meinem kleinen Cousin, bin dann rüber zu meinem Cousin. Wir waren beim Essen, mit meinem Onkel beim Mittagstisch, sage ich mal, haben zu Mittag gegessen und ich habe dann nebenbei so Battlefield gemacht, mit ihm geredet. Ich drück runter und ich denke mir, oh mein Gott, es passiert, es ist wieder so ein Tag, es passiert, es muss passieren. Ich drück. Und dann kam Warnung, ich hau auf den Tisch, mein Onkel sagt, was ist los? Ich sag, oh mein Gott, es ist gerade so, als hätte ich im Lotto gewonnen. Ich hab Kakarots Vater gezogen. Was geht ab, Manu Sie Fighter Ose hier und heute genau deshalb, genau deswegen. Leute, es war First Multi im Bardock Banner. Genau deswegen, Freunde, sind wir heute hier in Dukamel Global und heute gibt es das Awaken und Showcase von unserem Urvater Bardock, Freunde. Wir haben ihn auf SA 10 gebracht. Er hat, by the way, eine farmbare SA, nämlich aktuell aus der Stage 8. Sollte das sein aus dem Story-Event von Bardock, da droppt nämlich ein SR-Bardock. Wenn ihr ihn auf SSR bringt, dann gibt er 50% auf diese Stufe von Bardock, sei es SSR oder UR. Ich habe ihn somit auf SC10 gebracht. Wir werden ihn jetzt auch awaken. Für das erste Awakening brauchte je nur eine Medaille von seinen Crewmitgliedern. Ist auch aus dem Story-Event auf Stage 1, Freunde, das aktuell online ist. Oh, und dann, Freunde, es ist halt Bardock. Es ist halt Bardock. Versteht ihr, was ich meine? Es hat everything! Es ist einfach Bardock, unser Urvater Bardock. Der Saiyan Bardock. Ich glaube es nicht, ohne Spaß, glaube ich, weil Bardock, als Bardock damals released wurde oder geleakt wurde, das Artwork ist so geil. Sein Artwork war einfach top und weil es halt Bardock ist und Bardock damals der Strength SSJ Bardock, das war mein allererster SSR. Und Bardock ist halt so. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber viele verstehen wahrscheinlich, wenn ich sage, es ist halt Bardock. Genau deswegen machen wir halt unserem Boy Bardock auf jeden Fall alle Ehre und awaken ihn hier heute. Bringen ihn auf den LR-Status. Wir brauchen, um ihn auf den LR-Status zu bringen, 21 Medaillen aus dem Dokument von Super Saiyan 3 Bardock. Dann brauchen wir 3 Story-Event-Medaillen von dem Story-Event von Bardock, hier von Freezer. Dann brauchen wir 3 TUR-Medaillen von LR Freezer. Und dann brauchen wir 35 von den LR-Medaillen von LR Freezer, Freunde, von Prime Battle LR Freezer. Und awaken ihn dann oder können ihn dann schlussendlich auf den LR-Status bringen. Und dementsprechend werden wir dann heute natürlich unseren Urvater Bardock nehmen, in das Pure Saiyan-Team packen und dann natürlich showcasen. Und es ist einfach, ich weiß warum, aber es ist so ein. Ich hike ihn vielleicht gerade allzu hoch, aber Bardock hat auch so einen speziellen Platz bei mir, sage ich mal so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt einfach Bardock, Freunde. So, Freunde, ich habe ihn soweit auf Level 120 gebracht, SA 20 und unseren super physisch LR Bardock. Seine Stats seht ihr hier. Er hat wirklich hohe Stats, das werden wir uns gleich ansehen, beziehungsweise vergleichen mit anderen Charakteren, aber das merken wir uns mal. Kosten 77 mit dem, beziehungsweise Leader Skill, ist folgendermaßen: Super physisch Charakteren gibt er Ki plus 4 auf HP Attack auf 100%, Extreme physisch Charakteren Ki plus 2 HP Attack und F70%. Er hat 2 Super Attacken wie jeder andere LR auch. Mit der ersten Super Attack erhöht er seinen Angriff greatly für eine Runde, macht Colossal Damage und mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage und sealed den Gegner. Passive, Freunde, Passive ist folgendermaßen von Bardock: Er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Immer bekommt zusätzlich 30% auf den Angriff, wenn er eine Ultra Super Attack macht. Heißt, man will bei ihm auch auf eine Ultra Super Attack kommen. Das wird aber separat kalkuliert, deswegen kommt man auf 121%. Er bekommt Ki plus 4, wenn er gegen einen einzigen Gegner kämpft. Und wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, bekommt er auf die Verteidigung 60% zusätzlich drauf. Aber dann hat er keine Ki plus 4 mehr, weil es zwei oder mehr sind. Also das wird nicht zusammengenommen, sondern entweder oder, ja. Gegen einen Gegner Ki plus 4, gegen zwei oder mehr Verteidigung 60%. Dupe System, ja, ich habe
kein Dupe. Hätte ich Dupes, würde ich bei ihm auf 15 Crit gehen, Level 11 Additional Attack. Er ist so weit gebracht im Dupe-System, wie es geht. Free Dupe, also ohne Dupes. Sane Warrior Race haben wir als Link-Skill. The Sane Lineage, Team Bardock, Sane Pride, Prepare for Battle Shed und Legendary Power. Er ist in der Kategorie Low-Class Warrior und Pure Saints. In dem Pure Saints-Team werden wir uns heute ansehen. Was gibt es zu Bardock zu sagen, Freunde? Der ein oder andere mag sich direkt denken, so war ich auch anfangs bei mir. Attack für einen LR, nur 70%. Das hört sich nach sehr, sehr wenig an. Bekommt aber dann zusätzlich 30% drauf, wenn er Ultra Super Attack macht. Weil das separat kalkuliert wird, kommt man auf 121%. 121%, damit kann man leben, weil er hat auch verdammt hohe Stats. Das gucken wir uns gleich an. Aber Freunde, LR Bardock. Was LR Bardock ausmacht, und das habe ich erst merken können, nachdem ich ihn wirklich gezogen habe und mit ihm spielen konnte. Davor war es mir nie so wirklich bewusst. Er ist verdammt nochmal eigenständig. Also er ist in einer Art und Weise konsistent, also damit meine ich in sich stabil. Also er hat einen festen Zusammenbau, mehr oder weniger, um es auf den Punkt zu bringen. Er ist halt, wie am Anfang gesagt, eigenständig. Was meine ich damit? Damit meine ich, er kommt verdammt nochmal selbstständig oft auf die Ultra-Super-Attack. Und das will man bei einem LR und bei LR Bardock will man das auch. Und das werden wir auf jeden Fall in einem Team merken, gleich in einem Showcase, dass ist eine Sache, die muss man auf jeden Fall gut schreiben, Freunde, weil gegen einen Gegner kämpft man mindestens immer, in 90% der Fällen, in jedem Event, kämpft gegen einen Gegner. Es sei denn, mal eine Runde sind zwei Gegner, aber das ist auch nicht schlimm. In dem World Tournament ist es anders, aber ihm spielt man eigentlich nicht im World Tournament. Selbst dann, wenn er gegen zwei oder mehr kämpft, hat er 60% Verteidigung und ist verdammt Gottes tanky, Freunde. Dafür erzähle ich euch nichts. Ich finde, Bardock haben sie in der Hinsicht gut getroffen, er ist so quasi wie er war, also die Szene in dem Artwork. 1v1 gegen Freezy ist er all out gegangen und da gibt man den quasi Key plus 4 Boost, damit er auf seine Ultra Super Attack kommt, damit er weiteren Boost bekommt auf den Angriff durch die Ultra Super Attack. Und als er gegen die Freezy Armee gekämpft hat, war er auch alleine gegen mehr, war aber dann tanky so. Ich vergleiche das gerne mit sowas immer. Deswegen in der Hinsicht mit der Passive finde ich es eigentlich gut, aber die Zahlen könnte man vielleicht anders gestalten. Hätte mir gewünscht, dass Attack und Ersitzprozent, das ist zu wenig, finde ich, dennoch zu wenig. Das hätte man auf jeden Fall höher setzen können. Oder dann den Attack-Boost. Hätte man meiner Meinung nach machen können. Und wenn man das nicht gemacht hätte, dann, im Endeffekt hat man es so gemacht, wie er ist. Aber wenn es quasi anders kommt, wenn man eine andere Änderung machen könnte, dann wäre es folgende. Wieso haben sie nicht die Buffs der Ultis vertauscht, Freunde? Wieso bekommt er nicht mit der Ultra-Super-Attack Greatly Raise Attack für eine Runde, denn da ist er all-out gegangen? Wieso hat ein LR Bardock, ein LR, auf der Ultra-Super-Attack einen Seal, wenn jeder andere Bardock mit der 12-Key-Super-Attack den Gegner sealen kann? Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe, diese Ultis. Das will ich nicht verstehen bis heute. Ich hätte mir echt gewünscht, dass sie das vertauscht hätten mit dem Ultis. Mit der Passive kann ich leben, nachdem ich ihn getestet habe, Freunde. Wirklich, ich kann mit der Passive wirklich leben, nachdem ich ihn getestet habe. Denn, das ist mir auch nicht aufgefallen, er hat hohe Stats, Freunde. Mein Majin Vegeta beispielsweise, er hat zwei Dupes. Er bekommt durch das Dupe-System 4000 auf den Angriff, also kommt er auf 19.870. LR Bardock hat gar kein Dupe. Er kommt durch das Dupe-System, bekommt er 2000 auf den Angriff. Er kommt aber so schon auf 18.000 Angriff. Heißt, hätte ich auch wie Majin 4 Dupes, hätte ich noch weitere 2000 auf den Angriff bekommen, dann wären wir über 20.000. Und er kommt auf 21.000, Freunde. Er hat wirklich hohe Stats. Zum Beispiel LR Vegito, auch keine Dupes bei mir, hat 15.490 Angriff. LR Bardock hat 18.000 plus. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist mir auch wirklich nie bewusst gewesen. Beerus 16.000, Bardock 18.000. Das ist mir wirklich nie bewusst gewesen. Unter den LS hat er wirklich einen hohen Angriffsstat. Und das werden wir auf jeden Fall merken. Und in diesem Team werden wir ihn showcasen. Und das, Freunde, manchmal stehe ich nachts auf. Ich weiß nicht warum. Dann fasse ich mir ins Gesicht und merke, verdammt, ich habe nachts geheult. Weil ich Majin und Bardock The Dreams in einer Rotation spielen kann. Majin Vegeta an sich, wisst ihr, wie ich zu ihm stehe. Aber auch Bardock. Bardock ist so insane, Freunde. An sich ist ein Arthur. Einfach der Charakter Bardock. Ich weiß, warum. Bardock hat es mir auch immer angetan, sage ich mal. Und dass ich die beiden in einer Rotation spielen kann und dass sie in einer Rotation funktionieren, Freunde. Shattering Limits, Sane Warrior Race, Sane Pride, 15% auf den Angriff, Legendary Power. Umso geiler, und dann haben wir noch zwei fette Supporter, die muss ich auf 100% bringen, die diese beiden Jungs quasi wirklich gut tun. Darauf bin ich jetzt gespannt, Freunde, darauf bin ich jetzt gehypt, das Ganze zu testen. Deswegen lasst uns direkt in ein Doku-Event springen.
Gut, Freunde, und wir sind im Dokkan Event vom Full Power Goku. Ich wollte eigentlich in das Boss Rush von Super Saiyan 3 Bardock, weil wir da Typenvorteil hätten, aber ich dachte mir, das ist gar nicht mal so schlecht, weil hier kämpfen wir auch gegen mehrere Gegner. Da sehen wir auch die Zeit-Pässe von Bardock. Wir können Goku auch sealen. Vielleicht ist es hier besser haben, aber leider kein Typenvorteil. Heißt, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, was im Radar steht. Und guck mal, Freunde, jetzt haben wir auch schon die geile Rotation mit Majin und Bardock. Bam! Es ist so, schaut mal, wie viel Ki Bardock jetzt schon so hat einfach, selbstständig. Das sind 14 Ki, Freunde. GG. Das meinte ich damit, dass er wirklich selbstständig auf die Ulti kommt. Selbstständig auf die Ultra Super Attack. Er wird so oft seine Ultra Super Attack machen, das ist mir wirklich nie selbst aufgefallen. Erst nachdem ich ihn Gott sei Dank gezogen habe, mit ihm spielen konnte, Freunde, testen konnte. Und das ist das, was LR Bardock ausmacht, finde ich, Freunde. Und wir kommen auf 1,9 Millionen. Das ist gut, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier nur in einem Pure Saiyan Team. Das sind nur 130% auf den Angriff. Deswegen, Freunde, das dürfen wir auf jeden Fall auch nicht berücksichtigen. Majin Vegeta mit 2 Dupes kommt auf 2,3. Bin mir sicher, Bardock würde so, wenn nicht sogar vielleicht auch. Ja, okay, das kann man jetzt schwer vergleichen. Weil das, der eine hatte die erste. Okay, die erste hat auch mega Chaos und Damage, aber der hatte weniger Ki und so, bla bla bla. Aber LR Bardock hat verdammt noch ein hohes Stats, Freunde. Und er macht gut Schaden. Er hat leider nur einen 130% Leader momentan. Deswegen, ja, kann es vielleicht vorkommen, dass der ein oder andere sich denkt, ja, LR Bardock ist nicht so geil. Der hat wenig Angriff und so. Kann ich verstehen. Aber LR Bardock glänzt in einer anderen Art und Weise. Nämlich, dass er wirklich verdammt nochmal oft auf die Ultra Super Attack kommt. Und das selbstständig, Freunde. Selbstständig durch seine eigene Passive. Und das ist wirklich insane. Das muss man auf jeden Fall gut schreiben. Er hat sehr gute Stats. Er ist sehr tanky. Er ist wirklich. Vielleicht könnte man das mit der Ulti ändern, damit er wirklich so ein Powerhouse ist. Aber auch so kann man auf jeden Fall zufriedenstellend sein mit LR Bardock. Und jetzt, Freunde, jetzt hat er nicht mehr eben den ersten Teil, weil jetzt kämpfen wir gegen mehr Gegner. Jetzt bekommt er nicht mehr Ki plus 4, aber er bekommt auf die Verteidigung 60%. Und jetzt schaut mal seine Verteidigung an. 125.000 Verteidigung hat der. Der tankt links und rechts alles weg, Freunde. Links und rechts tankt er alles weg. Und ja, zum Glück bin ich dann doch in dieses Event rein. Weil so können wir dann auch sehen. So können wir auch. Oh! Ah! Bei Majin fehlt legit ein Ki. Dann hätte er seine Ultra Super Deck gemacht. Egal, sei es drum. Und genau. Genau, weil so können wir auch sehen, die zweite Ulti von ihm. Also ist doch gut gewesen, dass wir in dieses Event reingegangen sind. Haben jetzt sogar Typenvorteil, aber wir bekommen da trotzdem nicht das raus, was wir wollen. Weil wir haben hier quasi nur die erste Ulti. Und wir bekommen nicht zusätzlich 30%, also sind 70% angefahren, das hier an der Stelle. Das ist wirklich nur, wenn er gegen mehrere kämpft, ist er halt verdammt nochmal tanky, das haben wir gerade gesehen. Anders glänzt er aber total, wenn er gegen einen Gegner kämpft, Freunde, dass er auf die Ultra-Super-Attack eigenständig so oft kommt, etc., etc. Ich glaube, die Message kam auf jeden Fall an, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Like da. Und falls ihr neu hier seid und Evo Vegeta Transformers auch auf jeden Fall an der Stelle und euch das Ganze gefällt, dann drückt auf den Abo-Button, Freunde, falls ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Über jede Unterstützung bin ich auf jeden Fall dankbar. Oh, okay, die Rotation ist auch, die ist auch kaputt. Weil, die teilen sich gerade auch alle Link-Skills. Evo und Evolution, also Super Saiyan God, also Vegeta Blue und Evo Vegeta teilen sich gerade alle Link-Skills. Weil der eine transformiert ist und der andere nicht. Aber die Rotation will ich natürlich halten, immer mit dem Evo Vegeta Broly. Die ist insane und die andere, der Dreams, Freunde. Legit Geheule nachts. LR Majin Vegeta und LR Bardock. Pure Saiyan Team. Da hat ein Stück für mich hat gefehlt. Nicht nur eins, Talis fehlt immer noch. Aber jetzt, da ich LR Bardock zurückgezogen habe, ihn mit Majin Vegeta in einer Rotation halten kann. LR Majin Vegeta und LR Bardock, die Rotation funktioniert so gut. Beide kommen auf das, was sie machen sollen. LR Bardock auf Ultra Super Attack, Majin Easy auf seine erste Super Attack, Titan Saiyan Pride 15%, Shattering the Limit, Saiyan Warrior Race, Legendary Power. Ich liebe diese Rotation und das Team, gerade Pure Saiyans Team, da hat mir so ein letztes Stück gefehlt, Freunde. Und Gott sei Dank war es unser Urvater Bardock und der und mit Tora in einer Rotation ist total Eskalation. Ich breche jetzt mal die Rotation, Freunde. Mit Majin und... Oh, aber ich glaube, Tora wird den vielleicht auch umhauen. Der ist auf 100%. Bitte kritte nicht Tora. Ich breche mal die Rotation Majin, Vegeta und LR Bardock. Er kommt jetzt... LR Bardock... 314.000 Angriff. Weil, ich würde noch gerne ein Szenario sehen, was LR Bardock machen würde. Oh, wenn ein Crit ist, dann ist er raus.
GG, ich würde gerne noch sehen, was ja, wenn man so 100er Support hat, muss man sich wundern. Ich würde gerne noch sehen, was Ella Bardock machen würde, wenn noch Super Saiyan Bardock in die Rotation kommt. Heißt, wir hätten zweifach zwei Supporter mit am Start. Und da kann ich mir auf jeden Fall auch Gutes, da denke ich auch, dass Gutes zustande kommt. Die Jungs aber sollen langsam machen, um ehrlich zu sein jetzt. Die sollen langsam machen. Wie sagst du, wir skippen das Ganze mal, weil Kakarot muss auch nicht unbedingt angreifen. Wir sollen einfach unsere Angriffe tätigen. Aber ihr habt gesehen, ne? Ihr habt es gesehen. Er kam wirklich easy auf seinen Ultra Super Attack. Mit Toda. Toda gibt ihm wirklich an sich gute Linkskills. Ich glaube in der Rotation, letzte Rotation war, glaube ich, jeder Linkskill getriggert. Legit jeder. Aber ja, der Rest war ja quasi mehr oder weniger Key. Dennoch würde ich gerne noch sehen, wie unser Boy hier abschließt. Ella Bardock gleich, wenn wir Toda und physisch Bardock in der Rotation halten. Normalerweise halte ich ihn ja mit Majin, haben wir abgeklärt. Aber das würde ich auch gerne sehen, weil da wird halt alles, also alles getriggert. Außer Legendary Power. Wir haben keine Legendary Power, aber wir haben guten Support Boost, sage ich mal. Und Freunde, ja, Ella Bardock ist ein physisch Charakter, deswegen bekommt er ja... Oh, guck mal, wie viel Ki der... Dem fehlen nur noch 2 Ki in der Rotation. Dem fehlen nur noch 2 Ki. Der kommt auf die Ultra Super Attack, Freunde. Und wir haben hier jetzt 334.000 Angriff. Das wird lecker. Aber das Ding ist halt, weil er ein physischer Charakter ist, hat LL5 Edition Attack. Wenn der noch Crit haben würde, Freunde, das wäre so spicy. Das wäre so spicy. Wir haben, wie gesagt, leider keinen Typenvorteil gehabt, doch nur in einer Rotation, aber da hatten wir nicht Ultra Super Attack. 2,6 Minuten auf dem Radar, nice. 2,6 Minuten auf dem Radar. Das ist gut. Das ist gut. Wisst ihr warum? Weil wir sind, wie gesagt, nur in 130% Leader Skill. Das ist wirklich insane. Und das, was rauskommt, das dürft ihr nicht beachten, Freunde. Weil Full Power Goku ist sehr tanky, er macht viel Schaden und so fort. Shadow Dragon Charakter machen vermehrt gegen Schaden. Das ist auf dem Radar Schaden. War mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und jetzt. Oh, Evolution Vegeta macht jetzt auch hinne. Und jetzt können wir ja beruhigt den Boy zur Seite zu klatschen, Freunde. Aber wie gesagt, wirklich wie gesagt. Moment, Boom. Und Bam. Ella Bardock, Freunde. Ihr habt es gesehen. Er ist verdammt nochmal eigenständig. Er kam die ganze Zeit auf die Ultra Super Attack, nur einmal nicht, weil wir gegen mehrere Gegner gekämpft haben. Logo. Aber das hat passive bedingt. Und das soll ich auf jeden Fall zeigen, dass, wenn er gegen mehrere kämpft, auch da sehr tanky wird. Ich wollte einfach seine ganz passive triggern an der Stelle, würde ich mal sagen. Und genau. Aber 90% der Events kämpfen immer nur gegen einen Gegner. Und da kommt er halt legit ganz selbstständig auf die Ultra Super Attack immer. Das ist so insane. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil an der Bardock. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, hätten die entweder die Ulti Buff Skill vertauscht. Das würde so viel ausmachen. Great Erase Attack für eine Runde auf der Ultra Super Attack. Ich meine, da ist er all out gegangen. Warum hat man das nicht gemacht? Stattdessen hat er ein Ziel drauf, wobei jeder andere Bardock auch sehen kann. Oder hätte man dann quasi den Additional Boost ein bisschen erhöht. Ist aber nicht so, Freunde, ich kann da nur meckern auf hohem Niveau, ist aber nicht so gewesen, aber trotzdem, ist mir trotzdem auf jeden Fall, nachdem ich ihn gezogen habe, ihn testen konnte, aufgefallen, verdammt. Was ist da, Freunde? Ihr wisst es wahrscheinlich, sehr eigenständig, er kommt easy auf die Ultra Super Deck, Freunde, dementsprechend hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.